Das Fallacar-System für die Modellbahn Spur N möchte ich euch nicht vorstellen, das kennt ihr mit Sicherheit alles, sonst bleibt ihr vielleicht gar nicht hier. Ich möchte euch eine Lösung zeigen, wie man mit diesem Fahrsystem oder mit diesem Car-System besser gesagt richtig enge Radien hinbekommt. Und in der letzten Woche habe ich euch gezeigt, wie man das so auf 80 mm schaffen kann. Es fuhr sicher, es fuhr gut. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das auf 70 mm, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter hinbekommt. Ich habe es mit 70 gemacht. Es ist noch sicherer, es läuft noch sauberer als das System von der letzten Woche. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ich melde mich an dieser Stelle nochmal am Ende des Videos, um euch ein kleines Fazit und einen kleinen Ausblick zu geben. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe es geschafft, einen Wenderadius hinzubekommen, der bis jetzt für mich oder vielleicht auch für andere völlig undenkbar war oder ist mit dem Fallacar-System. Ein Radius mittlerweile von 7 cm oder auch 70 mm hinzubekommen, das war bis jetzt für mich ein Wunschdenken, um auf dieser kleinen Fläche tatsächlich eine Wendung hinzubekommen. Das ist jetzt die Variante oder die Version 2, die ich euch zeige. In der letzten Woche hatte ich euch ja ein Video gezeigt, wo ich das Ganze, habe ich das jetzt hier noch liegen? Ich weiß gar nicht. Hat mich noch nicht zu 100% befriedigt, muss ich dazu sagen. Mein Ziel war ja immer, dass ich das von dieser Seite aus machen kann, dass ich von dieser Seite aus fahren kann. Kann ich euch jetzt hier nicht zeigen. Ihr seht es ja, es schnipst ja weg. In dem Fall ist ja der Magnetstreifen falsch rum eingebaut. Das heißt falsch rum in dem Sinne jetzt, ich wollte es ja von dieser Seite haben und nicht von dieser Seite. Aber als ich das auch getestet habe, bei so einer Variante jetzt hier, habe den richtig rum eingelegt. So, in welche Richtung weiß ich jetzt gar nicht. Habe den richtig rum eingelegt. Jetzt wäre er zum Beispiel richtig. Also jetzt haftet der Magnet gut und in der anderen Richtung stößt er ihn ab. Das hatte ich euch ja letzte Woche alles schon gezeigt. Wir sehen es ja, wie das wegschnipst. Aber alles klar, brauche ich nicht nochmal erklären. Hat man ja schon. Und bin immer noch auf der Suche gewesen nach einer Lösung, dass ich das ohne Magnetstreifen, ohne sichtbaren Magnetstreifen von oben hin bekommen. Also hier ist ja der Magnetstreifen drinne. Wir haben jetzt lediglich die vereinzelten Punkte hier drinne. Und wie gesagt, hier den 80 oder 85 mm Radius, 80 waren es nicht, 85 mm Radius, was hervorragend funktioniert, wenn man es so rum einbaut. Ich sage ganz ehrlich, wenn man jetzt hier noch Straßenmarkierung aufbringt, wenn man jetzt Gelände drauf macht, sieht man von diesem untergelegten Magnetstreifen auch nichts. Aber ich wollte es halt gerne noch besser haben. Das ist meine Lösung. Das ist die Version 2 des Ganzen. Es sieht natürlich jetzt auch so aus, wie wir es von hier auch haben. Ja, so ein paar Schmauspuren vom Laser. Alles schön und gut, ist nicht weiter schlimm. Und wir sehen schon, die Lösung ist im Grunde genommen recht einfach. Nämlich dieses. Ich hatte mit einigen von euch ja auch geschrieben in den Kommentaren. Und da kam unter anderem auch der Vorschlag, man könnte doch eine zweite Spur machen, so dass wenn der LKW ausbricht, das Ganze sich wieder zurückführt und so weiter und so fort. Ist ja alles schön und gut und ist auch alles richtig und ich danke euch auch für diese ganzen Tipps. Aber es ist nun mal so, ich brauche das nicht, dass er hier ausbricht und dann den äußeren, dann hätte ich ja gleich den äußeren Wenderadius nehmen können mit in dem Fall jetzt 85 mm. Wir sehen jetzt schon, ich habe jetzt hier den inneren. Wenn das Ganze noch ein kleines bisschen unsauber ist, das liegt daran, dass ich hier einfach rumexperimentiert habe und das ist sowieso jetzt in Zukunft die Unterseite. Wir werden in Zukunft diese Seite sehen. Ja, also wie das hier aussieht. Nicht wie hier, da komme ich auch, das kann ich euch gleich sagen, jetzt komme ich glaube im zweiten Teil nochmal drauf. Das ist einfach nur ein Stückchen, was ich nachbauen musste und dabei habe ich festgestellt, warum ich tatsächlich den Laser verwendet habe. Von Hand lässt sich das kaum mit diesem Material machen. Ich habe es versucht mit dem Messer, habe die Rillen geschnitten mit dem Lineal, fein säuberlich. Und dann versucht, das rauszukriegen und dann lediglich, schaut euch mal die Materialstärke an. Ich weiß nicht, ist es noch scharf? Da wird er mal im festen Fokus. Ich gehe ja wirklich bis hier runter. Also ich gehe in eine Tiefe rein. Ich zeige es euch gleich im Anschluss nochmal. Also ich gehe tatsächlich in eine Tiefe rein, bis hier runter. Und das kann man von Hand nicht mehr bearbeiten. Selbst mit Gravurwerkzeug, ich habe hier solche Teile da, wo ich eben arbeiten kann mit, wo ich was ausfräsen kann, wo ich jetzt hier dann was machen kann. Aber das kriegst du tatsächlich, ja, man kann arbeiten damit, aber das kriegst du tatsächlich nicht hin. Also hier ist tatsächlich der Laser, ich muss das mal abmachen hier, sonst kann ich das noch nicht verwenden. Das kriegst du tatsächlich nur mit dem Laser so genau hin. Und da muss ich ehrlich sagen, warte mal.
das so genau nach unten hinzukriegen, die paar Löcher, die der Laser mir hier durchschießt, weil ich das wirklich so knapp mache, damit kann ich leben. Ja, was hat das jetzt hier auf sich mit dem ganzen Gebilde? Wir sehen ja trotzdem die zwei Straßen. Im Grunde genommen ist die Lösung recht einfach. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die äußere kann der LKW fahren. Wenn ich jetzt hier so rum bin, ja, das würde sogar rein theoretisch funktionieren. Nee, ja, es ist zu uneben hier. Schaut mal, das geht nicht. Das kriegt er nicht hin. Ja, es würde funktionieren, aber er hat jetzt keine Haftung, weil hier ist es einfach ein bisschen zu uneben. Also er könnte jetzt durchaus fahren und auf der inneren könnte er nicht fahren. Drehe ich es aber um und gehe jetzt auf den inneren Radius. Das ist der, der hier hinten schon ist. Schaut mal her. Fährt das ganz sauber rum. Und das sind etwas über 70 mm. Ich weiß nicht genau, 74, 73 fährt ganz sauber um diese Kurve rum und es funktioniert. Warum? Ist eine ganz einfache Lösung. Der innere Magnet zieht meine Lenkung des LKWs an und der äußere stößt es ab. Ja, im Grunde genommen, ich hatte es vorher probiert, ohne den äußeren bin ich immer kleiner, habe es probiert und wie klein kann man machen? Es ist tatsächlich so, dass die alte Version 1 tatsächlich die beste Lösung ist für diese 80 mm. Will ich kleiner werden, hat es dort nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist es so, wenn der LKW hier fährt, bleibt in der Kurve drin. Ich kann ihn ja ruhig so auch schieben. Ihr seht, es ist dasselbe, als wenn er sich selber antreiben würde. Ja? Also er zieht hier ganz so sauber rum. Und wenn wir jetzt mal ihn genau beobachten, wenn er jetzt den Drang hat, rauszufahren, ich schiebe das mal mit Absicht ein bisschen rum, geht er tatsächlich mit der Spur immer wieder zurück, weil er sich an der äußeren Spur abstößt. Ja, an der äußeren Spur, da stößt er sich ab. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, schaut mal, wenn ich hier rüber gehe, schnipst er tatsächlich weg. Er hält sich nach inneren fest, hat er den Drang auszubrechen, dann wird er sofort nach innen wieder zurückgeschoben. Das sieht man ganz gut, wenn ich jetzt ihn jetzt hier so habe. Er will immer wieder auf die innere Spur, wo er sich auch tatsächlich festhalten kann. Also ich habe den Effekt sozusagen verdoppelt von dem Ganzen und der LKW hat tatsächlich jetzt die Möglichkeit, sehr, sehr eng zu fahren. Und ich würde sagen, ich zeige euch das auch gleich mal am praktischen Beispiel, denn ich nehme jetzt diese Platte mit und wir gehen rüber zur Modellbahn hinter dem Bahnhof und setzen diese Platte mal auf das bestehende Straßensystem oder auf das zukünftig bestehende Straßensystem mal auf und dann lassen wir das Ganze mal dort fahren, wo es tatsächlich gebraucht wird. Gut, dann würde ich sagen, dann wollen wir den Praxistest angehen. Hier habe ich jetzt die Version 2. Ich habe ja eben gezeigt, wie ich es gemacht habe. Das heißt, hier diesen äußeren Ring eingelegt, wo die Magnetspur falsch rum ist. Und das Tolle eben an dieser Variante ist, dass ich es nicht so einsetzen muss, wie ich es in der ersten Variante habe, sondern ich es tatsächlich so einsetzen kann. Und jetzt sehen wir auch mal, warum ich jetzt hier diese 80 mm gut brauchen kann. Ja, das heißt, kommt tatsächlich hier drauf, die Größe ist tatsächlich nicht größer, das hatte ich ja schon mal vor zwei Videos erklärt, als ich jetzt hier habe. Das ist natürlich jetzt nur eine Platte, die ich jetzt hier gebaut habe, logischerweise. Hier aufgesetzt wäre das Original, wird natürlich dann in die vorhandene Straße eingebracht und die Fahrzeuge fahren dann hier zur Seite nachher weg. Aber wie gesagt, wir sehen es jetzt hier, so ist das drunter und hier wird es unterm Strich sein. Hier hinten sehen wir, dass hier ja Treppen sind. Deswegen hatte ich ja immer hier so ein bisschen ausgespart und das Fahrzeug dann hier im Grunde genommen so rumfährt und hier zurück und hier ist sozusagen die Straße, wo es herkommt. Ich habe natürlich, wenn ich jetzt genau hier, das war jetzt nur ein Test, die Straße kommt später von etwas weiter oben. Das heißt, die wird von hier ungefähr kommen und dann hier so runterführen. An dieser Stelle hier soll ein Fahrzeug stehen, wie zum Beispiel der Bus. Das ist jetzt tatsächlich erstmal nur ein Platzhalter. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob jetzt dieser Bus hier steht, ein anderer Bus da stehen wird, ob ich hier irgendwas anderes hinbaue, ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall diesen Platz deswegen auch hier vor den Treppen ein bisschen frei halten, so dass das hier, ich mal schön rüberschieben, so dass das eben hier meinetwegen stehen kann, ruhig ein bisschen weiter rüber. Aber wenn die Fahrzeuge nachher sowieso hier oben lang kommen, habe ich ja viel, viel mehr Platz, als ich jetzt gerade hier habe. Aber darum geht es nicht. Wie gesagt, die Version 2, ein engerer Radius, als das bei dem der Version 1 gewesen ist. Und dann setze ich das mal hier auf und wir sehen, wunderbar fährt das Ganze hier rum, selbst wenn ich einen Linksverkehr nehme. Schaut mal, ganz, ganz sauber drumherum. Ist klar, wie gesagt, er soll nachher hier oben rausfahren und natürlich nicht hier,
Aber wir sehen, das passt. Und ich habe herausgefunden, dass es sogar noch enger funktionieren kann, wenn ich nämlich zum Beispiel das Fahrzeug nicht hier auf die Spur stelle, sondern hierhin. Selbst dann, wird das eben gesehen, selbst wenn ich es hier mache, er bricht natürlich hier aus, weil hier kein Magnet ist, ne? Muss ich mal gucken. Ja, selbst das hat er noch geschafft. Er ist gerade in diese Richtung noch gefahren. Ja, das kann man, das war jetzt nicht, das war zu viel. Dass das immer noch sicher ist, dadurch, dass der äußere Magnet sozusagen falsch rum ist, wird das Ganze abgelenkt und stößt das Fahrzeug ab, dass sich dann noch sicherer im Kreis bewegt. Das hier hinten hatte ich ja gesagt, das ist ja nur dafür da. Da hatte ich im Ursprung, da hatte ich im Ursprung hier aufgehört. Das heißt, das ging nur bis dahin. Und dann ist er hier hinten, weil mit 80 mm ist es schon, oder 75 sogar, glaube ich, an der engsten Stelle, ist es dann hier ausgebrochen und er wollte hier geradeaus fahren. Aber durch dieses kleine Stückchen Magnetband, was umgedreht gelegt worden ist, funktioniert das prächtig und es hält tatsächlich die Spur, wie ich mir das Ganze irgendwo gewünscht habe. Nochmal laufen lassen, jawohl, das passt ganz sauber raus. So macht das natürlich Spaß, wenn das dann hier läuft. Später kleine Spielereien. Ich werde erst mal das Straßensystem komplett bauen. Was ich dann für Spielereien mache, dass hier vielleicht ein Fahrzeug mal anhält, dass das hier stehen bleibt. Selbst wenn hier ein Bus ist, unterm Strich, ja. Also wie gesagt, es kommt ja von weiter oben, kommt ja ungefähr von da. Ja, anhält, wie ich das löse. Hier unten ist ja der Riedkontakt drunter. Und da kann man natürlich verschiedene Spielereien machen, dass man das anhalten kann. Ich kann ja hier tatsächlich nicht von unten arbeiten, in diesem Bereich, weil hier ist ja die Platte, das ist ja das Modul, was ich hochheben kann. Und da komme ich also nicht unten drunter. Aber ich habe schon mit verschiedenen Tests ausprobiert, dass man hier tatsächlich einen Magneten bewegen kann, neben dem LKW. Den kann man nämlich zum Beispiel, wenn ich, jetzt fange ich an zu spinnen, ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Bus als Dummy hinsetze, den von unten öffne und hier einen beweglichen Magneten unterbringe, den ich ja hier steuern kann mit einem kleinen Servo, wie auch immer, könnte er tatsächlich den LKW anhalten, einen Augenblick. So, ich habe jetzt nur mal ein Beispiel genommen. Hier habe ich jetzt einen etwas größeren Magnet, da könnt ihr ja hier im Bus sich bewegen. Und wenn ich jetzt mal den Bus wegnehme, nehme ich jetzt diesen LKW, mache ihn an, dann sehen wir schon, sobald ich den Magnet hier an der Seite habe, er fährt schön los, Achtung, ja, bleibt er stehen. Man stellt sich jetzt vor, hier wäre der Bus drüber und ziehe jetzt den Magnet innerhalb des Busses weg. Ja toll, das war jetzt natürlich wieder mal Vorführeffekt, ist da, das war zu dicht. So, und ziehe den innerhalb des Busses zurück, fängt der LKW plötzlich an zu fahren. Ich lasse ihn nochmal anhalten, so, innerhalb des Busses, wie gesagt, welche Technik ich mir da einfallen lasse, aber das ist durchaus möglich in dem Rahmen, was ich durchaus bauen kann. Und ziehe den jetzt hier, wie gesagt, zurück und er fängt sofort an zu fahren. Würde natürlich auch dann hier drüben, wenn ich mir hier was Ähnliches, das ist zu dicht, was Ähnliches einfallen lassen würde, hier drüben zum Beispiel, dass ich hier was baue, ein kleines Häuschen, wo er sich bewegt. Und wenn ich den Magnet, Achtung, ich will mal bewegen. Und wenn der Magnet dann sich auch hier zurückzieht, fährt der LKW sofort los. Dann muss ich nichts unter die Fahrbahn machen. Zu diesem Thema werde ich natürlich noch, wie gesagt, ein gesondertes Video machen, was ich mir hier einfallen lasse, um den LKW zum Halten zu bringen. Das war jetzt zu weit weg. Da muss ich sowieso testen, mit welchen Abständen ich arbeite. Ja, jetzt steht er. So, ist ein ganz einfaches System. Funktioniert genauso im Grunde genommen wie meine Riedkontakte, die die Weichen steuern. Ziehe ich zurück und der LKW fährt los, ganz sauber seine kleine Runde. Und die Sache ist erledigt. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal wieder Schluss. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und wieder vom Schreibtisch. Das war das System, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Ich habe es hier nochmal in die Hand genommen. Das ist tatsächlich ca. 70 mm, was ich jetzt hier habe, der innere Radius. Ich habe es euch ja gezeigt. Es läuft sehr gut, es läuft sehr sicher. Es ist natürlich in Zukunft von dieser Seite zu sehen. Natürlich hier oben das Teil hier nicht. Und der kleine Ausblick, den ich euch versprochen habe, das ist natürlich, wie es weitergeht mit den ganzen, weil ich zeige euch ja bloß immer dieses kleine Teil irgendwo, ja. Und demnächst geht es dann weiter mit der eigentlichen Fahrstrecke. Ich halte sie mal so nach und nach ins Bild. Und hier sehen wir schon diese Doppelkurve.
die ich damit hinbekommen habe. Das möchte ich euch aber in der nächsten Woche präsentieren, wie es damit weitergeht. Dann kommt es wahrscheinlich endlich mal zum Fahrbahnbau. Und ich habe ja die Innovation mit den Bussen, den Magneten. Da möchte ich natürlich drauf eingehen. Da habe ich noch eine super Idee gehabt. Da kann man so viel rausholen, so viel nachträglich einfügen, ohne zum Beispiel unter der Fahrbahn was einsetzen zu müssen, wie das ja so gedacht ist, sodass man eben doch nachträglich immer noch diese Stoppstellen hinkriegt, wo man vielleicht einen kleinen Verladebahnhof oder eine kleine Verladestelle für die LKWs hinmachen kann und. Da gibt es also endlose Ideen, die ich da habe und die möchte ich euch natürlich in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren. Und natürlich geht es auch irgendwann weiter mit der, nicht irgendwann, es geht alles weiter jetzt mit der eigentlichen Bastelei und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Es wäre schön, wenn ihr eins von diesen Videos hier oben anklicken würdet. Würde ich mich darüber freuen. Der Algorithmus von YouTube freut sich auch. Schreibt mir nette Kommentare. Ich freue mich. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's schön gut. Tschüss, euer Uli.